Markus Wallner eben, wo die Herbstmesse in Dornbirn eröffnet, was hier stark zum Sprache kam, auch durch die Gastrednerin Teul, war die Vernetzung und Kooperation. Das möchte ich jetzt dem gegenüberstellen, Regionalität, Internationalität und Eurokrise. Wo steht hier Frau Reiberg, wie wichtig ist der Messestandort dann zusätzlich noch für uns? Ich war unterm Strich sehr dankbar, dass in einer besonders intensiven Form darauf hingewiesen wurde, dass mehr Gemeinsamkeit, mehr Zusammenarbeit in Vorarlberg von größter Bedeutung ist. Das ist für uns nicht so neu, aus der Vergangenheit heraus schon. Die Sozialpartnerschaft ist stark, die betriebliche Zusammenarbeit ist stark, Unternehmer, Arbeitnehmer. Der Erfolg der Wirtschaft hängt ganz stark auch an dieser Fragestellung. Die sozialen Herausforderungen der Zukunft benötigen enge Zusammenarbeit. Die europäischen Fragen benötigen eine enge Zusammenarbeit. Ich bin froh, wenn ein Bewusstsein wächst, das unterstütze ich auch sehr, dass mehr an Gemeinsamkeit, auch mehr an Gemeinschaft und mehr an Zusammenarbeit fürs Land wichtig ist. Das bringt uns nach vorne, nicht das Gegeneinander zählt, sondern das Miteinander. Da sind alle aufgefordert, Parteien, Unternehmer, die Sozialpartner, die Kammern, auch unsere Partner außerhalb Vorarlbergs. Und für dieses Plädoyer, das gehalten wurde, kann man sagen, das ist für Vorarlberg wichtig, das geht in die richtige Richtung. Ich unterstütze das mit vollem Herzen. Sind wir die Besten im Westen oder überhaupt in Österreich, Wirtschaftsstandort Vorarlberg, Land Vorarlberg allgemein? Ja, wir sind im Moment in einer sehr exponierten Situation, außerordentlich interessant, weil sich die Vorarlberger Wirtschaft trotz mancher internationaler Schwierigkeiten äußerst dynamisch entwickelt. Wir sind gut aufgestellt, wir haben sehr viele Branchen im Lande, der Tourismus läuft ganz gut, die Landwirtschaft funktioniert, das Handwerk blüht eigentlich wieder auf, die Industrie hat große Exporterfolge, mehr denn je eigentlich. Und die Quote an Arbeitslosen ist in einem halbwegs vernünftigen Umfang, unter dem Österreichschnitt. Das ist eine gute Ausgangslage. Die Prognosen sind unsicher. Kaum ein Unternehmer überblickt mehr als 2, 3, 4 Quartale wahrscheinlich, sodass man jetzt sehr aufpassen muss, die richtigen Weichen zu stellen. Keine falschen Maßnahmen setzt, auch staatlicherseits nicht. Die Finger lässt von Steuererhöhungen, sondern schaut, wo können wir für Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze mehr tun. Durch Zusammenarbeit. Wie können wir in der Bildung mehr tun, im Ausbau der Fachhochschule mehr tun, in raschen Behördenverfahren, in der Infrastruktur? Das sind Aufgaben, die wir im Lande haben, aber natürlich auch im Bund.